Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Austin Berlinski. Moinski! Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, meine Stimme hört sich anders an. Ich bin schon wieder krank. Wir haben das erst hinter uns vor 2, 3 Monaten. Da war das ganz schlimm mit der Stimme. Jetzt sind wir wieder da, Leute. Das müsst ihr jetzt mal kurz aushalten. Wir haben von der Lucky TNT-Mod weitere. Boah, wir haben jede Menge neues TNT in unserem Inventar, wie beispielsweise das Struktur-TNT, Grande Finale Community-TNT. Danke für 100.000 Downloads. Ey, ich bin für 5 verantwortlich davon. Locker, ich habe auch meinen Teil beigetragen. Hungriges TNT, Bedrock, Danny, Witherstorm, wählerisches TNT und noch viele weitere. Beginnen wir mit dem Entity-TNT. Oh, da ja meine Stimme, Elina. Das ist so Ist schlimm. gleich weg, die ist gleich Oh! weg. Da kommt immer ein Random-Mob. Ich Wir glaub müssen schon, ich testen, wir glaub müssen schon. machen den. Oha! Okay, ich sage, oh, Schweine, ganz viele Schweine! Vielleicht kann man das doch einstellen, aber gerade ging es nicht. Aber es wird doch Sinn machen, dass es geht. Mach Vielleicht nochmal. einfach so rechtsklicken Ah, mit einem und dann. Ei? Ja, das kannst du haben. Wir machen mal den Ravager. Na, das hat nicht sonderlich gut geklappt, ey. Nee. Wir legen los. Kommt jetzt hier auch ein Schwein raus? Wahrscheinlich. Nee, oh ja, Nee, das hat wirklich geklappt, Alter. wuhu! Elina. Ah, verdammt, Ja. man kann ja ein Ender Drachen, hat man ja kein Spawn-Ei. Gibt's was Mist. Polarbär vielleicht noch? Was hättest du davon? Entity Feuerwerk, Eisbär, Zündung. Wir gucken, wir gucken. Oh. Ey, Eisbär! die haben überlebt, weil die so viel AP haben. Da haben wir schon mal einige Mobos hier zur Verteidigung. Wobei die greifen uns Oh wahrscheinlich ja. eher an, aber okay. TNT Nummer 1 erledigt. TNT Nummer 2, oh, Grande Finale machen wir safe am Ende. Das ist ja komplett krank. Essendes TNT und hungriges TNT. Lass zuerst hungriges TNT Ja, machen. ich bin auch hungrig, ist schon Mittag. Boah, ich bin mega hungrig, Elina. Zack. Oh, Wow. das sieht hungrig aus. Meinst du das? Oh mein Ah, Gott, das das hat mich frisst mega ein. weggeboostet. Nee, das frisst mich. Aber ich krieg halt keinen Schaden, weil ich im Game Mode bin. Warte, wie lang ist denn das? Das ist ja. Aber macht das das auch mit Mobs? Guck mal, es zieht mich an. Ja. Ah, wow, hä? Das frisst die Mobs einfach. Also, es frisst wahrscheinlich auch uns, aber wenn wir im Game Mode sind, können wir das überleben. Ja, beruhig dich doch jetzt mal, TNT. Hallo. Alter, du kannst dich selbst aus dem Game Mode nicht daraus befreien, ne? Alter, Oh was? mein Gott! Als ob das so heftig jetzt noch explodiert ist. Hä? Warum? Boah, wir sind bei Gelb schon. Das ist Nee, bei krank. Grün. Es hat schon Boah, grün ja, stimmt. So ein bisschen angekratzt. grün angekratzt hat er. Das ist schon geil. Machen wir nach kurzen Startschwierigkeiten weiter mit dem wählerischen TNT. Was meinst du, macht der Dina das wählerische? Ey, meine Stimme ist Das besser geworden, jedoch nicht. explodiert, wenn man es nicht erwartet. Also, es ist random, meinst du? Ein bisschen. Okay, mach noch mal. Das war es jetzt nicht unbedingt, Elina. Wir machen mal 6er. Zack. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah. Boah, Oh. es leckt abnormal. Das baut einfach nur so eine Schicht ab. Was hat das denn mit wählerisch zu tun? Ah, Verstehe vielleicht, ich dass auch es nicht nicht. so viel machtmäßig, dass es so eine Diva ist, weißt du? Kann sein. Kannst du haben, Elina. Oh, ich will dieses Grande Finale machen. Das muss so krank sein. Aber das Honig-TNT. Wir gehen rein. Ich erwarte ein Honig-Rain. Boom. Nein! Bienen! Wir sind einem Oh, Hive! das war. Alter, sind wir halt wirklich. Und hier ist sogar noch ein bisschen schick gebaut. Ah, nee, das ist aber nur Honig. Ich dachte, das ist eine Glaswand. Oh, Alter, hey, wie viele sind denn das, Elina? Meinst du, das ist ein ganzer Mehr als Bienenschwarm? Wo 5. ist die Königin, Elina? Wo ist er? Wo Die ist gibt's hier sie? nicht. Wo ist die Königin? Wie sieht denn das von außen aus? Oha. Wie so ein richtiges Hive. Stimmt. Ich habe erst ein Wespennest gesehen am Wochenende. So, okay. Wir machen Honig-TNT haben wir. Sehr, sehr schick. Wir machen weiter mit den hüpfenden TNT. Da fühle ich auch irgendwie direkt mal 5. Machen wir direkt mal 5 Okay, rein. okay. Ui, Es das springt springt. random in eine Richtung. Ja. Und nochmal. Ah, guck mal, Es das hüpft verändert die seine ganze Form Zeit. sogar, wenn es so fliegt. Ja. Oh Junge, das jumpt ja anders, ey, hä? Dreisprung-Weltrekord. Während noch die ganzen hüpfenden TNTs hier rumfliegen, kümmern wir uns schon um das nächste, um das nachahmende TNT. Könnte sein, dass das das macht, was das letzte TNT davor gemacht hat. Aber was hat das mit einem. Oh, nee, es wird zu dem Block, wo es Ah. drauf ist, glaube ich. Okay, dann lass Hier. ein Bedrock-TNT machen. Oh yeah. Zack, zack, zack. Alter. Jawohl. Achso, weil der Bedrock alles abgeschirmt hat. Was gibt's noch für geile Blöcke? Kann man das auch mit einer. Warte. Mit dem Boot. Oh ja, Boot, aber ich hatte eine andere Idee. Das hier.
Ah, das geht nicht, schade. So, Struktur-TNT. Wir machen weiter. Struktur-TNT kann man bearbeiten und dann kannst du anhand des Designs... Okay, Dina, darfst nicht gucken. Okay, ich mache Autoklicker und du sollst sagen, was kommt. Go, ja. Stopp. Ja, okay, okay, okay. Was sagst du? Dschungeltempel. Ah, ist ein guter Call, aber leider falsch. Nein, das ist... Ein Dorf, denke ich, ist das. Ein Dorf. Ja, das könnte so ein Savannah-Dorf sein. Ah, du, ja. Wie hast du das erkannt, krank? Guck mal, wie schnell sich das bewegt. Du hast das ja gar nicht gesehen. Hier, guck. Warte, warte, warte. Okay, warte, ich sag gleich nochmal Stopp. Du musst anzünden. End City. Ich denke, das ist richtig, Elina. Nee, das ist bemooster Bruchstein. Digga, das sah komplett aus. Das ist eine Stronghilde, glaube ich. Ja, ja, ja. Das sah komplett aus wie Endstein auf dem ersten. Ah, nee, das ist der Jungle-Tempel. Ah, jetzt ist es der Jungle-Tempel. Ah, ja. Dann schnappen wir uns mal die Loot, ne? Nee, wir nehmen ein anderes TNT, um das direkt zu zerstören, so ein Ding. Ach, nö. Was ist denn das für ein TNT? Silvesterfeuerwerk. Oh Gott, es leckt. Oh, es leckt mega. Oh nein, es macht bunte Farben überall hin. Moin. Moinsen. Hey, was ist das denn jetzt? Sieht man das oben? Ich glaube schon, oder? Nee. Nee, nee. Hey, dann lass nochmal an der Oberfläche. Ah. Oh, so ein Kreis. Oh. Wunderschön. Das war krank, ey. Das war sehr, sehr schön. Königreich der Tiere. Kommt da Simba, der Löwe? Wie ist das überhaupt ein Löwe? Nee, da kommen richtig viele Tiere, würde ich sagen. Meinst du, jedes Tier, sagst du? Alles. Digga, das sind Eisengolems, das sind Giants, das sind Riesenslimes, das sind Wächter. Katzen, Axolotls. Boah, weiß ich nicht, aber Dina, da brauchen wir jetzt auch eine gute, da brauchen wir jetzt eine gute Ladung. Vielleicht das gigantische TNT, das ist doch gut. Ja. Da habe ich jetzt ein bisschen was anderes. Das wird richtig groß, ich glaube, das wird richtig groß. Ach, wenn man es zündet. Ja, yeah, ja, ja, so glaube ich. Oh, oh, Ja, es ist übel riesig geworden. Und das muss eine riesen Explodion jetzt werden. Explodion? Haben wir grün geknackt? Nicht mal, nur gelb. Nur gelb. Guardian und ein Verwüster haben überlebt. Ansonsten sind alle... Hey, ist ein Tote. Den nehme ich mal sicher als Haller mit. Lass mal den Radius vergleichen mit der anderen Explosion. Wir müssen ja nach wie vor gucken, welcher kriegt die beste Note, welcher ist der Sieger. Das ist schon, yay, das ist viel zu flach. Das kann ich dir, das kratzt ja gelb nur an. Das andere war ja schon bei grün. Ja, 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 das ist auf jeden Fall fetter. Na, wobei, ja, doch ein bisschen, denke ich, ein bisschen. Ein bisschen. Aber so richtig, oh, Junge, hä, was ist denn das? Ist so ein springendes TNT, denke ich, reingeflogen. Das zählt natürlich nicht. Lol. Silvesterfeuerwerk haben wir zwar noch nicht, aber ich erwarte viel. Ich erwarte, ist das Gleiche, da aber jetzt. Jetzt richtig, oh. Nö. Ah, da war ein Muster drin, da war ein Muster drin. War nicht drin. Auch bei dem vorhin Muster? Das war Stadtfeuerwerk, das war Silvesterfeuerwerk, weiß ich. Okay, das hat sich jetzt beides okay. Nicht viel genommen. Beides Grande Finale und das Custom-TNT, was wir einstellen werden auf die Kraft von 1 Million TNT. Und als letztes, also beziehungsweise jetzt als erstes den Witherstorm. Wir hören ja auf mit den Besten, ist ja ganz klar. Nee. Ich erwarte viel von diesem Community-Ding. Mal gucken. Storm activated. Ja, ich vermute mal, da spawnen jetzt einfach eine Handvoll Stormaronis, oder? Gucken wir mal. Dauert. Oh. Ah, nee. Aha. Skelette. Ah, okay. Ich dachte, da spawnen jetzt ganz viele Bosse so. Aber nein. Ja. Der Himmel hat sich auch so ein bisschen verändert. Es ist irgendwie Nacht geworden, ne? Ja, aber irgendwie auch nicht, weil die Sonne hat sich nicht verändert. Am Ende hat er noch alles umgewandelt. Also der hat dann doch noch recht viel gemacht, ey. Aber er ist natürlich auf jeden Fall gar kein Spitzenreiter. Jetzt wirklich, bisher, Mau, die große Hoffnung liegen jetzt auf diesen beiden TNTs. Wir beginnen mit dem Custom-TNT. Stärke 20, die maximale Stärke, die man einstellen kann, weil du kannst das hier Custom-TNT ändere die Explosion dieses TNTs in der Konfiguration. Haben wir gemacht, auf Maximum. Es gibt 3 Maximum-Explosionen, Elina, ich würde Abstand halten. Okay, Abstand. Ja. Mal sehen, ob das funktioniert, was ich da programmiert habe. Es müsste auf jeden Fall... Okay, das habe ich programmiert? Weiß ich nicht. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Das war's? Oh nein. Das war ja mal eine Enttäuschung. Boah, war das enttäuschend, ey. Mann. Boah, jetzt die ganze Hoffnung auf ein Grande Finale. 100.000 Downloads. Das muss jetzt scheppern, bitte.
Schepper. Das muss scheppern, Alter. Sonst haben wir ja gefühlt gar keinen Sieger in der heutigen Episode. Ich sneak's an, damit es scheppert. Das muss abgehen, Elina. Das muss abgehen. Es hat auf jeden Fall RGB, Alter. RGB ist immer heftig. Go! Ja. Okay, es schießt andere TNTs. Oh. Ja, es schießt. Oh, es macht random. Oh, es macht so ein Feuerwerk mäßig. Ja, aber Lina, das schießt. Oh, nee. Ja, warte. Doch, das wird noch heftig explodieren. Ich sag's dir, Alter. Das baut sich gerade auf. Ach so, du denkst, das ist so ein langes Ding. Ja, das ist wie so ein Grand Finale. Okay, ich hoffe. Ach so, ja, ich hoffe. Ach, und am Ende kommt die fette Explosion. Das macht Sinn. Ja, das könnte sein. Ich hoffe, du täuschst dich da nicht, Elina, weil sonst. Ja, hoffe ich auch. Sonst bist du. Okay, jetzt kommen normale TNTs. Aber das kann es ja noch nicht gewesen sein. Oh nein, Elina. Du hast so hoch gepokert und alles verloren. Mann, ne? Nee, Leute, so können wir das Video nicht beenden. Da muss das Todesstrahl-TNT nochmal her. Vielleicht wurde das ja überarbeitet. Wir brauchen hier wirklich einen gebührenden Abschluss, Leute, für die Episode. Bam. Ja. Das ist doch genau nach meinem Geschmack jetzt hier, Leute. Und es lädt sich weiter auf. Falls ihr die Episode nicht gesehen habt, seht ihr es jetzt ja zum ersten Mal. Weil ich glaube, die Episode hat 600k Aufrufe. Ich denke, das hat jeder von euch gesehen, aber trotzdem. Da ist es so laut, ich höre dich nicht mehr. Ich auch nicht. Ja. Oh, yeah. Das ist wirklich so illegal. Ich denke, wie tief kommen wir? Wir sind bei Gelb. Wir sind bei Grün. Drei Blöcke. Wir sind bei... Na, gleich müsste die nächste Stufe kommen. Ja, rosa. Drei. Okay. Obsidian. Was, hab ich ganz vergessen, dass das so ist? Boah. Das war, also der Sound ist so krank, ne? Ja. Alter Schwede, ey. Boah, Lava jetzt auch noch überall? Ist ein schmuckes TNT. Junge, ey. Da will ich auf jeden Fall nicht reingeschubst werden, Elina. Das kannst du haben. Hey, was schmeißt du da rum? Dynamite. Ah, das ist dieser Todesstrahlkopf. Das war eine weitere Folge. Benson und Elina testen TNT. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal, wichtig, ne? Um immer dabei zu sein, ist kostenlos und ihr supportet mich. Bis morgen, euer Benson. Ciao.